Ehe für ihn beendet. Nino De Angelo trennt sich von Jenny. Sie wollte sich für ihn scheiden lassen. Nino De Angelo, 53, trennt sich nach 4 Monaten Beziehung schon wieder von Jenny Van Bree. Der Volksmusiker bestätigte das überraschende Liebesaus. Dabei hatte die 27-Jährige gerade erst ihre Ehe für ihn beendet und war bei eingezogen. Sie hat ihr Leben hinter sich gelassen und sprach von ernsthaft verliebt. Jetzt sitzt das Schlagersternchen wortwörtlich auf der Straße. Soll einfach vor die Tür gesetzt haben, die deswegen vorübergehend wieder bei ihren Eltern einziehen musste. Seine 45 Quadratmeter Wohnung bei Bremen war offenbar nicht groß genug für beide. Auch wenn man sich sehr mag, heißt das nicht, dass ein gemeinsames Leben immer funktionieren muss. Es war eine sehr schöne Zeit, erklärte bei Bild. Eine Freundin des Sängers verriet der Zeitung, der Altersunterschied war einfach zu groß. Träumte von einer Partnerin, die mit ihm nach Mallorca auswandert. Ihr doppelt so alter Ex äußerte sich nicht zu den Gründen, versicherte dem Blatt aber, dass er wieder Single sei. Offiziell wollte er nicht mehr sagen, bei Facebook regte sich der Jenseits von Eden-Interpret über die Berichterstattung auf, muss ich mir erst ne Kugel in den Kopf schießen, um diesen Bild-Zeitungs-Bullshit nicht mehr ertragen zu müssen? Komma, schrieb er.